30 Jahren. Also 35 Jahre genau. Und ich hatte etwas Angst, weil wir ja auch das Gelöbnis des Gehorsams abgegeben haben. Und gehorsam zu sein, irgendwelchen Leuten gegenüber, das konnte ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen. Und es kam auch so, dass ich also merkte, wie schwierig das ist. Als ich aber dann bemerkt habe, dass ich eigentlich Gott gegenüber gehorsam bin und dass ich ihm gegenüber abhängig bin, habe ich das als Erleichterung gefunden. Es war also für mich sehr, sehr schwierig. Und mir fiel gestern bei dem Vortrag von Pater Bijoy ein, als er über die Schwierigkeiten sprach des Betens, da habe ich festgestellt, es ist für mich in der Gemeinschaft erstmal schön gewesen, weil ich war ja vorher Hausfrau, Mutter, Lehrerin und hatte viel zu tun und musste immer sehen, dass ich irgendwie die Gebetszeit auch noch unterkriegte. Und als wir dann in die Gemeinschaft eintraten, habe ich gemerkt, wie schön das ist, dass jetzt alles geregelt ist. Ich durfte die Zeit beten, ich hatte meine Gebetszeit und ja, ich wusste aber auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie ich beten sollte. Ich habe mal erst in den ersten, wir hatten jeden Tag eine Stunde Anbetung. Ja, und ich bin dann so angefangen, dass ich also alles gesagt habe in meiner Anbetung. Und nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, ja, irgendwie ist jetzt so die Zeit, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und ich wollte früher eigentlich gerne Innenarchitektin werden und ich bin immer dann gerne auch, es macht mir immer eine Freude, Räume einzurichten oder zu gestalten oder auch schön zu machen. Und dann plötzlich war ich in der Anbetung und dachte darüber nach, wie ich denn die Kapelle gestalten würde. Und wir hatten überall immer Teppiche liegen, bloß an der Seite von dem Gartenaltar war kein Teppich. Und dann habe ich in der Anbetung Jesus den Vorschlag gemacht, das wäre doch schön, wenn wir jetzt auf der linken Seite des Altarraums einen kleinen blauen Teppich hätten. Ich mochte den roten auf der rechten Seite auch nicht leiden. Und dann plötzlich war die Stunde um und ich hatte mich die ganze Zeit nur damit beschäftigt. Und dann war ich total zerknirscht. Dann kam schon der Nächste herein, der mich ablösen wollte. Und ich habe zu Jesus gesagt, du siehst, ich bin völlig unfähig zu beten. Und ich möchte eigentlich, ich glaube, ich gehe wieder in den Beruf zurück. Es ist wohl nicht meine Berufung, hier in der Gemeinschaft zu sein. Ich kann gar nicht beten. Und dann bin ich ganz zerknirscht auch herausgegangen und plötzlich sah ich durch das Küchenfenster, dass jemand kam, der solch eine Rolle unterm Arm hatte. Und es war niemand anders im Haus. Dann bin ich zum Eingang gegangen, habe diesen Mann empfangen, den kannte ich gar nicht. Und er sagte zu mir, das sollte ich hier abgeben. Und als ich dann die Rolle aufgerollt habe, sah ich, dass es ein kleiner blauer Teppich war. Und da habe ich zu Jesus gesagt, du hast das doch wohl nicht ernst genommen, meine ganzen Zerstreuungen. Und das kann doch nicht sein, dass du jetzt noch auf meine Zerstreuungen eingehst. Aber dann plötzlich habe ich gemerkt, er ist wirklich gegenwärtig in der Anbetung und er nimmt auch meine Zerstreuungen wahr, aber er verurteilt mich nicht. Er ist nicht so, wie Pater Bijoy sagte, derjenige, der mich dann zurechtweist oder der wie ein Schiedsrichter mich auspfeift, sondern er geht noch mit meinen Zerstreuungen um und erfüllt mir nochmals die Wünsche. Diesen Mann, den Teppich brachte, den habe ich nie wieder gesehen und ich weiß auch nicht, woher der kam, der hat sich auch nicht vorgestellt. Aber für mich, jedes Mal, wenn ich dann in die Kapelle kam, habe ich so ein anderes Gefühl gehabt, auch des Betens. Ich merkte, Jesus ist da und er sieht, was ich alles in meinem Herzen mittrage und er verurteilt mich überhaupt nicht, sondern er geht sogar mit meiner Zerstreuung liebevoll um. Er gibt mir sogar das noch, was ich in meiner Zerstreuung erbeten habe. Und das war eigentlich ein besonderes Erlebnis, was mein ganzes Beten verändert hat. Und praise the Lord! Halleluja! Halleluja! I didn't completely on what Sahai will tell me about what was a sharing. I didn't on her version.
Auch ich bin völlig abhängig von dem, was Sahea mir erzählt, was Elisabeth gesagt hat. Okay, later. Das ist meine Abhängigkeit. So the Bible has stories of dependence and also of